Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser Unternehmen und über meine Person geben. Die Firma UAS wurde 1982 von Herrn Otto Anton Schwimmbeck gegründet und hatte sich zunächst mit der Wege- und Dosiertechnik beschäftigt und hatte fortan ihr Portfolio ständig weiterentwickelt. Ich selbst bin seit 1988 nach meinem Studium direkt in diesem Unternehmen eingetreten und leite den Bereich Anlagentechnik, die sich mit den chargenorientierten Prozessen beschäftigt. Kommen wir nun zu den Geschäftsbereichen der UAS AG. Wir kommen, wie gesagt, direkt aus der Wegetechnik und beschäftigen uns dort zum einen mit Fahrzeugwagen als auch mit der Dosiertechnik. Zu der Dosiertechnik gehören auch Abfüllwagen und ähnliche Dinge, Tischwagen, Bodenwagen etc. In dem Anlagenbau beschäftigen wir uns mit, ich sage jetzt mal, maßgeschneiderte, designte Anlagen und Prozesse, speziell im Bereich der bauchemischen und Farben- und Lackproduzierenden Industrie. Wir liefern sowohl Modernisierung in den Anlagen, wir machen Anlagenerweiterung, aber wir liefern auch gesamte Anlagen als Greenfield-Projekt. Letztendlich schlüsselfertige Anlagen auf der grünen Wiese. Ein weiterer Geschäftsbereich ist der Bereich IT, IT-Lösungen, wo wir unseren Kunden IT-Infrastruktur und Softwarelösungen anbieten. Mit unserer Produktionssteuerung, unserem eigens entwickelten Prozessleitsystem Pronto, steuern wir chargenorientierte Prozesse und Produktionsanlagen nicht nur im Bereich der bauchemischen Industrie und Farb- und Lackindustrie, gleichermaßen auch im Bereich der Lebensmittelverarbeitende Industrie, im Bereich Chemie etc. Ein weiteres Geschäftsfeld, das wir eröffnet haben und in dem wir auch sehr erfolgreich sind, stellt das Yardmanagement dar. Yardmanagement, die sich letztendlich beschäftigen mit dem Thema LKW-Zulaufsteuerung, mit dem Thema Logistik in, ich sage mal, Produktionsanlagen und Unternehmen, wo Ware an- und abgeliefert wird. All das ist auch mit unserem System komplett abgedeckt. Mit unseren 240 Mitarbeitern beliefern wir weltweit unsere Kunden. Wir haben unter anderem auch in Asien einige Dosier- und Mischanlagen aufgebaut, in denen Titan produziert wird. Titan als Halbzeug für die Fertigung von, ja, oder Teilen in der Flugzeugindustrie. Hier sind spezielle Anforderungen hinsichtlich Präzision, Reproduzierbarkeit und vor allem auch die Chargenrückverfolgbarkeit, was letztendlich hier auch ein Kernthema dieser Präsentation ist. Nun, der Titel: Was nützt das beste Silo, wenn es Probleme mit der Materialverfügbarkeit gibt? Die Materialwirtschaft von SAP ans Silo bringen. Nun, warum dieser provokative Titel? Weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass neben der detaillierten Anlagenplanung auch die rechnergestützte Materialbewegung im Zuge der Prozessführung berücksichtigt werden muss. Das ist ein wichtiges Detail, kommt aber oftmals viel zu kurz. Wir haben uns bereits sehr früh mit diesem Thema beschäftigt, längst bevor das Thema Industrie 4.0 in aller Munde war, und haben dort auch im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Industrie, gerade dort kommen diese Forderungen der Rückverfolgbarkeit her, auch erfolgreich umgesetzt. Bevor wir jetzt in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch mal einige Begrifflichkeiten für die, die hier nicht ganz im Thema sind, noch mal mit auf den Weg geben. Wir haben hier die sogenannte Automatisierungsebenen dargestellt in Form einer Pyramide. Wir haben oben im obersten Level 4 das sogenannte ERP-System. Das ist letztendlich das Management-System, das Warenwirtschaftssystem, Enterprise Resource Planning. Das sind in der Regel Systeme, die von SAP, Infor, SoftM oder sonstigen angeboten werden. In dem Level darunter haben wir das MES. Das ist letztendlich das Planungslevel, in dem wir dann auch den Leitstand abdecken, Auftragsverwaltung machen, ähnliches. Mit der darunterliegenden Ebene SCADA. SCADA ist alles, was letztendlich den Bereich der Prozessvisualisierung betrifft. Das ist abgedeckt, ebenfalls integraler Bestandteil unseres Prozessleitsystems Pronto. In der untersten Automatisierungsebene haben wir dann die eigentlichen Automationsgeräte, die SPSen, beispielsweise von der Firma Siemens, von der Firma Eaton oder ähnlichen, wo wir auch, ich sag mal, die gesamte SPS-Hard als auch die gesamte SPS-Software
mitliefern und abdecken. Und dieses eben von der Schnittstelle auch in direkten Anbindung an unser Prozessleitsystem Pronto. Ganz unten in Level 0 haben wir dann letztendlich die Prozessebene bzw. die Sensor- und Aktorik, die sich im Feld befindet, innerhalb der Produktion. Das können beispielsweise Ventile sein, Motore oder Ähnliches. Und hier ist eben der Kern bei unserem Prozessleitsystem, dass wir über die gesamte vernetzte Anlage das Ventil letztendlich an SAP bringen. Daher auch unser Titel, wir bringen SAP ans Ventil. Und das ist nicht nur eine beispielhafte Darstellung, sondern auch durchaus eine reale Installation, die wir mehrfach so abgebildet haben. Wenn wir uns die eigentliche Leitebene anschauen, dann haben wir den Leitstand ganz oben, letztendlich dann das ERP-System, an diesem Beispiel letztendlich SAP. Wir haben den daran angeschlossenen Leitstand, der dann in der entsprechenden Steuerzentrale untergebracht ist, an dem letztendlich Aufträge auch beobachtet, die Anlageproduktion ebenfalls beobachtet und bedient wird. Hier erfolgt dann in der Regel auch die Arbeitsvorbereitung und Ähnliches. In diesem ganzen Netz letztendlich sind dort auch dann an der Stelle die entsprechenden Automatisierungsgeräte, die SPSen, mit integriert, die letztendlich dann auch mit den angeschlossenen Aktoren und Sensoren letztendlich dann auch direkt miteinander vernetzt sind, sodass wir hierüber auch wirklich zeitnah oder in Echtzeit, sagen wir mal, sämtliche Rückmeldungen und Statis zurückbekommen und auch darstellen. Mit unserem Prozessleitsystem decken wir nicht nur die eigentliche Produktion ab, sondern wir beginnen bereits im vorderen Bereich, wo wir die Rohstoffe annehmen, wo wir die Rohstoffe vorbereiten, wo wir auch den kontrollierten Warenzu- und Abgang koordinieren und dort, wo auch unter anderem die Vorkommissionierung, Bereitstellung der Ware für die Produktion unter dem Stichwort Ware zum Mann vorbereitet wird. Von dem eigentlichen Rohstofflager geht es dann in den Bereich der Produktion, wo wir die verschiedenen Mischaggregate haben, ob es die Solver, Mischer oder sonstige sind, in denen direkt die sämtlichen Komponenten automatisch dosiert, verwogen und auch wo die Anlage komplett selbsttätig denn auch automatisiert mischt etc. Auch hier haben wir bei der Dosierung letztendlich, die wir ja auch in der Regel gewichtsmäßig erfassen, eine zeitnahe Rückmeldung von Status und Verbräuchen, die wir auch an SAP zurückmelden. Von der Produktion gelangen wir dann in den Bereich der Abfüllung. Wir steuern dabei die eigentlichen Abfülllinien, Roboter, Palettiere oder ähnlich nicht selbst. Das sind für sich eigenständige Maschinen. Aber diese Maschinen sind in unser Netzwerk mit eingebunden, da wir die Abfüllaufträge beispielsweise, die wir von SAP erhalten, dann direkt an die Maschine bringen, wo wir dann von der Maschine nachher auch die Rückmeldung bekommen über Gutware oder eben auch Ausschussware, was wir letztendlich dann auch an SAP zurückmelden. Hier wird auch unter anderem dargestellt das Thema Verluste sowie OEE, sprich die Kennzahl der Anlageneffizienz oder Effektivität, wird hier in unserem System, weil wir eben über sämtliche Parameter und Zahlen verfügen, in unserem System abgebildet. Die vorab angesprochene Werkslogistik beschäftigt sich letztendlich mit den internen logistischen Prozessen, wo wir letztendlich vorkommissionierte Ware dann über Flurförderfahrzeuge, wie auch immer geartet, dann an die entsprechende Produktions- oder Verwendungsstelle bringen. Auch dieses letztendlich hier durchgängig auch vom Materialfluss dokumentiert. Diese mobilen Systeme sind in der Regel dann über WLAN letztendlich, ich sag mal, in das gesamte Netz mit integriert. Kurzum, wenn wir sehen, dass wir von der Rohwarenannahme bis zum Versand inklusive der Produktion alles in einem System abbilden, haben wir letztendlich dann auch die Chargenverfolgung mit chargengenauer Bestandsführung und Protokollierung in einem System abgedeckt. Nun, ich möchte Sie jetzt mal ganz kurz auf eine Reise mitnehmen, von der eigentlichen Produktion, von der Rohwarenannahme bis hin, ich sag mal, zu dem Versand. Die geplanten Wareneingänge werden in der Regel in dem SAP-System eingerastet und an OAS übertragen, wobei OAS, also unser
Prozessleitsystem Pronto ab jetzt die logischen Abläufe bis hin zum Werksausgang steuert, koordiniert und überwacht. Hierfür haben wir an unser System unsere eigens entwickelten Bedienterminals angeschlossen, an denen der Fahrer sich jeweils anmeldet, entweder unter Eingabe von händischen Parametern oder aber auch automatisch über die Erfassung von Barcodes, RFID. RFID steht eben für berührungslose oder beziehungsweise mobile Identifikationssysteme, letztendlich dann sich an diesem Werkseingang anmeldet. Mit der Anmeldung ist dieses Fahrzeug dann in dem OAS-System bekannt und der Fahrer wird über diese Terminals dann auch auf dem Gelände letztendlich dirigiert. Es wird ihm gesagt, zu welcher Beladestelle oder Entladestelle er zu fahren hat. Auch hier ein Beispiel eines typischen Anmeldeterminals, wo wir unter anderem auch die Dialogsprachen in mehrsprachig ausgeführt haben, wo auch gleichzeitig die Sicherheitsbelehrung für die Sicherheitsunterweisung, das Verhalten auf dem Gelände letztendlich auch mit abgedeckt ist, inklusive der entsprechenden Quittierung vom Fahrer, also letztendlich voll dokumentiert. Ein weiteres Beispiel ist ein Terminal, was direkt, ich sag mal, in Kombination mit einer Straßenfahrzeugwaage arbeitet und den Fahrer auch hier letztendlich instruiert, was er zu tun hat. Hier wird direkt dann auch das Erstgewicht oder auch das Zweitgewicht erfasst. Und hier bekommt er die Information, zu welcher Entladestelle er zu fahren hat. Hier sehen wir eine typische Siloanlage, wo ich sage jetzt mal die Annahmestelle ist. Hier ist es auch in der Regel so, wenn der Fahrer letztendlich die Entladestelle erreicht hat, bekommt er hier die Information, an welchem Entladestutzen oder Beladerohr er sich anzuschließen hat. Die eigentliche Freigabe, dass er einblasen kann, also die Freigabe des Weges, erfolgt dann aus der zentralen Schaltwarte direkt aus dem Pronto-System. Gegebenenfalls werden hier auch Proben gezogen, sofern es sich auch um entsprechend chargenpflichtige Anlagen oder beziehungsweise Materialien handelt, wird hier zusätzlich dann auch noch die Fremdchargennummer mit eingegeben und protokolliert, um im Nachhinein die Charge entsprechend auf Herkunft und Verbleib untersuchen zu können. Mit unserem Batch-Management haben wir zwei Möglichkeiten, das Material zu verfolgen. Das eine Batch-Management ist das FIFO-Prinzip, was in der Regel bei Siloware eingesetzt wird. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht das Thema des Kernflusses strapazieren, aber vom Prinzip her ist es so, dass die erste Charge A in diesem Fall dann letztendlich eine Folgecharge B in das Silo eingebracht wird, also das zweite Fahrzeug. Und bei der Entnahme wird eben nach FIFO halt eben erst die Charge A herausgenommen und dann die Charge B. Und das haben wir eben dann auch direkt letztendlich oder sehen wir nachher dann auch in einem Batch-Protokoll. Bei Flüssigkeiten, Tankanlagen verhält es sich etwas anders. Dort haben wir nicht eine klassische Schichtung. Hier arbeiten wir mit einem sogenannten Vermischungsprinzip. Das heißt, wenn ein Tank oder ein Tanklastzug seine erste Charge entleert in einen Tank, ist es chargenrein. Der zweite LKW wird die zweite Charge in diesen Tank geben und aus diesen beiden Chargen bilden wir eine Mischcharge. Kommt jetzt der dritte LKW, bringt also den dritten Batch hinein, dann bilden wir aus der ersten Mischcharge und der dritten Anlieferung eine weitere Mischcharge. Und somit können wir letztendlich dann rekursiv auch theoretisch bis in den Promillebereich diese Chargen und Bestände auflösen. Die Zuordnung von Materialien, Rohstoffen, Ähnlichen in den Silos oder Tanks erfolgt in einer frei editierbaren Silo-Belegungsliste. Hier wird eben die entsprechende Materialbezeichnung, das Material und auch der Lagerort mit eingegeben. Und hier werden auch die entsprechenden Bestände gepflegt und angezeigt. Hier sehen wir nochmal eine Maske, wo wir den Bestand direkt, ich sag mal, aus dem Komponentenstand ableiten können. Das sind reale Bestände, die sich in der Regel durch Zubuchung, also Wareneingang und Abbuchung, Warenausgang, sprich, wenn wir Material aus einem Silo dosieren in einem Mischer, dann wird die dort dosierte Menge letztendlich automatisch als Abgang abgebucht, nicht nur in unserem System entsprechend abgelegt, sondern auch an SAP zurückgemeldet. Hier sehen wir einen typischen zentralen Leitstand
von wo aus jetzt auch die direkte Anlagenbeobachtung und Bedienung erfolgt. Hier ist eben der gesamte Produktionsablauf von der Rohwarenannahme bis zum Versand abgedeckt. Das heißt, hier läuft produktionstechnisch alles zusammen. Ein typisches Beispiel einer Prozessvisualisierung, wie wir sie in einer Trockenbaustoffproduktion beispielsweise hier installiert haben. Auch das ist letztendlich hier integraler Bestandteil von unserem Prozessleitsystem Pronto. Wir haben diese Visualisierung nicht nur im Leitstand, sondern teilweise auch, ich sag mal, direkt innerhalb der Produktion an Industrie-PCs, also direkt im Feld, direkt in Maschinennähe. Wir sehen hier letztendlich einmal die Silos, wir sehen die Behälterwagen, in denen die entsprechenden Rohstoffe verwogen werden. Anschließend werden die Rohstoffe entsprechenden Entleerprogrammen und Entleerreihenfolgen in den Mischer entleert. Hier wird gemischt und anschließend entweder in die lose Verladung oder auf Absackanlagen oder Ähnliches gefördert. Hier haben wir ja mal einige Beispiele aus der realen Produktion. Hier sehen wir Dosierwagen, Behälterwagen, in denen wir letztendlich dann diese Komponenten, Sande, Bindemittel, was auch immer, direkt entsprechend gravimetrisch verwiegen. Die entsprechenden Chargen und neuen Verbraucher haben wir somit direkt nach dem Dosierprozess im Zugriff. Die Mischer, die ebenfalls von unserem System gesteuert werden, werden letztendlich unter Vorgabe von Parametern, die innerhalb der Verfahrensrezeptur, also in unserem Rezept letztendlich abgebildet sind, letztendlich gesteuert. Und auch hier bekommen wir zeitnah die Rückmeldung über Maschinenparameter wie Drehzahl, Ströme, Temperaturen, Drücke oder wie auch immer, die wir auch mit einem Chargenbezug direkt ablegen und dokumentieren können. Aus dem Mischer heraus, also sprich, das ist dann letztendlich schon die Fertigware, geht es dann zum Beispiel auch in die Absackung. Die Absackung, wie eingangs erwähnt, ist nicht Bestandteil unserer Steuerung, aber die Absackung ist an unserem System angeschlossen, um hier die entsprechenden Abfüllaufträge an diese Maschine zu bringen, um im Nachhinein auch die Information zu haben, wie war es mit meiner Gutmenge, wie war es mit der Abpackgeschwindigkeit und dergleichen, sodass wir hier letztendlich dann auch das OEE, sprich die Anlageneffektivität, darstellen können. Zum Schluss wird die Palette mit den aufgebrachten Säcken gesichert, das heißt mit Folien oder Haubenstretcher letztendlich nochmal gesichert. Und die Palette wird mit den entsprechenden Chargeninformationen, Artikel etc. dann am I-Punkt, das ist die Übergabe, dann in das Hochregallager an SAP zurückgemeldet. Und das ist dann auch die Schnittstelle zu unserem System, wo wir dann an der Stelle unseren Bereich beenden. Hier haben wir mal einen Auszug aus einem Batch-Protokoll. In diesem Batch-Protokoll sehen wir letztendlich die Darstellung der Soll- und Ist-Werte mit gegebenenfalls vorhandenen Toleranzen. Diese sind hier entsprechend auch dargestellt. Es werden auch sämtliche Materialbewegungen, die wir haben, beispielsweise Dosiere von Silo auf Waage, werden hier auch in der Chronologie, wie sie dosiert worden sind, erfasst. Auch mit Mengen, auch mit Bezug letztendlich auf die Fremdchargennummer und auch mit dem Verbleib. Mit unserem Batch-Management können wir die Charge rekursiv auflösen. Das heißt, wir können hier letztendlich nachher herausbekommen, aus welchen Herkunftschargen besteht letztendlich dieser Batch, den wir hergestellt haben. Hier, so ist es zum Beispiel hier, wenn wir sehen, Omega Carb ist zweimal hier in diesem Batch-Protokoll aufgeführt. Einmal mit 222 Kilo, einmal mit 60 Kilo. Das rührt daher, dass während der Dosierung ein Chargenwechsel innerhalb der Silo stattgefunden hat. Das heißt, die erste Charge, wie in dem eingehenden Beispiel mal gezeigt, war die Charge A verbraucht und die Folgecharge B wurde letztendlich dann fortgeführt. Daher zweimal das Omega Carb. A war, wie wir hier sehen, mit zwei unterschiedlichen Herkunftschargennummern, nämlich einmal die Charge Nummer 3 und einmal die Charge Nummer 2. Jetzt können wir auch auflösen, die Charge 3, wann haben wir diese Charge angenommen?
können dann tiefer gehen und stellen fest, dass diese Charge am 20.03.2017 in diesem Beispiel in Silo 21 eingelagert worden ist. Ich kann dort dann auch weiter verzweigen und sagen, wo in welchen Fertiggütern ist diese Fremdcharge eingegangen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass diese Charge 3 in diverse unterschiedlichen Materialien eindosiert worden ist. Und das ist durchaus eine hilfreiche Unterstützung, gerade wenn es um Rückrufaktionen oder Ähnliches geht, ist das hier eine sehr gute Unterstützung, um nachzuweisen, okay, wo muss ich welche Chargen welchen Kunden informieren. Das ist hier komplett abgebildet. Nachdem wir jetzt die Produkte produziert haben, die Fertigware ist letztendlich auch in Silos eingebracht, wird diese auch wiederum analog, ich sag mal, zu dem Wareneingang vom Handling her abgeholt. Und auch hier stehen entsprechende Bedienterminals an den Beladestellen zur Verfügung, wo der Fahrer letztendlich aufgefordert wird, sich anzumelden und dann die Information bekommt, welche Menge aus welchem Silo etc. er zu ziehen hat. Hier haben wir ein typisches Beispiel einer Beladestelle. Die Silos, die hier, ich sage jetzt mal, einen Silozug beladen. Rechts sehen wir einen sogenannten Baustellensteller. Das sind die mobilen Silos, die wir oft auf den Baustellen sehen und finden. Und besonders, auch dies ist eine Besonderheit in unserem System, dass wir diese Steller in unserem System verwalten. Das heißt, sämtliche Steller haben einen Kunden, einen Chargen- und auch einen Auftragsbezug. Und diese Steller können auch mit entsprechenden Identifikationssystemen ausgerüstet werden, sodass sie wenn sie zurückgebracht werden, auch die Restmengen letztendlich identifiziert werden. Und diese Restmengen können dann letztendlich wieder weiter verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit, diese Silos noch, sag mal, auch vom Ort her zu identifizieren, ist eine Kombination mit einer kontinuierlichen Füllstandsmessung und einem GPS-Sender, der uns zu jeder Zeit Auskunft gibt, an welchem Ort, mit welchem Bestand sich dieser Steller befindet. Nach der erfolgten Beladung erfolgt letztendlich die Abmeldung am Werksausgang. Auch hier stehen wieder entsprechende Terminals zur Verfügung, an dem der Fahrer sich entsprechend auch wieder anmeldet, seine entsprechende Information eingibt. Hier bekommt er dann auch die entsprechenden Ladepapiere und wird dann das Gelände verlassen. Nach diesem abgeschlossenen Beladevorgang mit der anschließenden Wägung, sofern eine Straßenfahrzeugwaage vorhanden ist, erfolgt die Rückmeldung direkt zeitnah an das übergeordnete Warenwirtschaftssystem SAP. Und so ist das, dann ist dieser Vortrag oder Auftrag aus unserem System beendet. Nun, was sagen unsere Kunden zu unserem System? Wir haben einmal hier den Herrn Meyer, Betriebsleiter des Kalkwerk Rügol. Pronto begleitet uns bei der Vorbereitung und Fertigung unserer Produkte sowie bei der Verwaltung von Mengen und Inhalten in Baustellensilos. Jede Produktcharge ist somit von der Rohstoffanlieferung über die Produktionsanlagen bis zum Kunden nachvollziehbar und entspricht somit auch den Qualitätsanforderungen unserer Kunden. Eine weitere Meldung von Herrn Monses, Betriebsleiter der Firma GF Rese in Bremen. Seit 2018 wird Pronto bei GTF für die komplette Steuerung der Trockenmörtelfertigung eingesetzt. Die Systemoptimierung hat einen großen Teil zur 30-prozentigen Leistungssteigerung beigetragen. In der neuen Produktion von Kunstharzmischungen steuert Pronto unter anderem automatisierte Dissolverprozesse und erweitert so die Anlagenkapazitäten. Ja, das war mal eine kurze Reise des Materialflusses von der Rohwarenannahme bis zum Versand. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.